Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 149 Schutzherr und Brautstrauß. 2 Stunden später fragte sich Hermine still, ob sie von ihren Schuhen schon Blasen an den Hacken hätte und ob es auffallen würde, wenn sie diese mit Hilfe des Zauberstabs behandeln würde. Die Toilette aufzusuchen wäre eine gute Gelegenheit, ihre Füße zu betrachten. Einen Augenblick später runzelte sie die Stirn, denn sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie sie an den runden Tisch gekommen war, an dem sie jetzt saß, noch immer zwischen den beiden Mr. Bones. Der Vater von Susan erhob sich und richtete das Wort an die Gäste. Meine verehrten Hochzeitsgäste, ich bin mir sicher, dass sich viele von Ihnen einiges zu sagen haben, weil man sich lange nicht gesehen hat. Ich möchte Ihnen daher im Namen des Brautpaares die Möglichkeit anbieten, sämtliche zugänglichen Räume auch im ersten Stock nutzen zu können. Getränke werden in jedem Raum serviert. Zum Essen können Sie sich wieder im Saloon einfinden. Sie haben sicherlich die Menükarte auf dem Tisch hier bemerkt. Mr. Bones nahm eine in die Hand und wedelte kurz damit. Die Speisen werden übrigens per Hand von exzellenten Köchen zubereitet. Um zu bestellen, müssen Sie einfach das gewünschte Mal mit dem Zauberstab antippen. Die Muggel unter uns brauchen nur lange genug mit dem Zeigefinger auf ihre Wahl deuten und schon ist die Bestellung aufgenommen. Mr. Bones legte die Menükarte wieder auf den Tisch. In diesem Sinne wird auch die Tischordnung aufgehoben. Und zwar... Er grinste breit. Ab jetzt... Es wird im Laufe des Tages selbstverständlich für Unterhaltung gesorgt. Er deutete auf eine der Servicekräfte, die er eingestellt hatte, und erklärte: Die Damen und Herren in Weiß sind über alle Abläufe informiert und stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie werden auch darüber unterrichten, wenn ein besonderer Programmpunkt bevorsteht. Besonders für die Kinder hat sich Draco für heute Abend neben dem Feuerwerk eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Und wir hoffen auf rege Beteiligung der anwesenden Hexen und Zauberer. Aber dazu später mehr. Hermine stutzte und fragte sich, was sich Draco hätte einfallen lassen können, um Kinder zu erfreuen. Weil der Tisch groß und rund war, saßen ihr gegenüber die Familien Tonks und Black. Narzissa, so dachte sich Hermine, musste bei Anne ebenfalls die Haare gerichtet haben. Sirius flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin Anne ihn am Arm knuffte und herzlich zu lachen begann. Neben Sirius saßen Nymphadora und Remus. Er wirkte ein wenig nervös und Hermine ahnte den Grund. Ihre Ahnung wurde bestätigt, als er sich umdrehte, um sich die anderen Tische anzusehen. Er hielt nach Linda Ausschau. Aus ihren Gedanken wurde Hermine gerissen, als Mr. Bones und seine Gattin sich erhoben, um einen anderen Tisch aufzusuchen. Nun konnte sie dank der freien Plätze Draco sehen, der sie mit zufriedenem Gesichtsausdruck anblickte. Die freien Stühle aufrückend, setzte sie sich direkt neben ihnen. »Du kannst jetzt auch«, begann er, »an den anderen Tisch zu Harry und Ron gehen, wenn du möchtest.« »Ja, später vielleicht. Will eigentlich gar nicht aufstehen. Mir tun die Füße weh«, nörgelte sie. »Da kannst du Susan die Hand reichen. Ich verstehe nicht, warum Frauen sich Schuhe für einen bestimmten Anlass kaufen, in denen sie sich dann nicht lange bewegen können.« Er klang sehr amüsiert, erhielt aber aufgrund seiner Aussage von Susan einen Klaps auf den Oberschenkel. »Ich glaube, ich suche mal das Bad auf«, sagte Hermine, und Susan schloss sich an. Die 4 unteren Badezimmer waren im Damen- und Herrentoiletten aufgeteilt. In einem der Räume trafen Susan und Hermine auf Ginny, die gerade ihren Jungen wickelte.
Warum macht das nicht euer Elf? Fragte Susan etwas irritiert. Weil unser Elf hier Gast ist und wir ihn von seinen Pflichten bei uns befreit haben. Erwiderte Jenny, die Nase rümpfend, denn sie war momentan mit den unschönen Dingen des Mutterseins konfrontiert, weil Nikolas ein wenig Durchfall zu haben schien. Mit eigenen Zaubersprüchen und jeder Menge Handfertigkeit war der Kleine im Nu gesäubert und frisch gewickelt. Unbewusst strich sich Susan über den Bauch und fragte nüchtern: Hat es wehgetan? Den Jungen bereits wieder auf den Arm nehmend, blickte Ginny die Braut an, antwortete jedoch nicht. Oh, machte Susan betrübt. Mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, empfahl Ginny mit einfühlsamer Stimme. Es ist völlig egal, wie sehr du leidest. Am Ende lohnt es sich. In dem Moment, in welchem du den ersten Schrei hörst, geht es dir wieder blendend. Susan war durch diese Worte nur wenig beruhigt und so lenkte Ginny wieder ab und fragte: Sag mal, Susan, wo könnte ich mich im Laufe des Tages mal zurückziehen, um Niklas zu stillen? Endlich lächelte Susan wieder. Ich zeige dir nachher das Kinderzimmer. Welcher Ort wäre passender? Zur gleichen Zeit im grünen Salon gesellte sich unerwartet Dean Thomas zu Harry, Ron und einigen anderen seiner alten Klassenkameraden. Er war einer der Gäste, die nicht schon zur Trauung anwesend waren. Dean, sagte Ron überrascht. Mensch, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wie geht's? Bestens! Und selbst? Kann ich klagen. Nach dem letzten Treffen der Vereinten Orden hatte Harry ihm auch nicht mehr gesehen, sodass er wissen wollte, weil es ihn brennend interessierte. Was hast du so gemacht? Naja, ich bin mittlerweile fünffacher Onkel, lebe mit meiner Frau in der Muggelwelt und arbeite im Ministerium, erklärte er mit einem Lächeln auf den Lippen. Dean hatte mehrere Halbgeschwister, alle älter als er, und da war es kein Wunder, so viele Neffen und Nichten zu haben. Völlig verdattert, fragte Ron. Du bist verheiratet? Seit wann? Seit über einem Jahr. Sie ist die alte Flamme aus meiner Muggelschule, erwiderte Dean, der sich gleich darauf umblickte. Nachdem er gefunden hatte, was er suchte, deutete er auf eine dunkelhäutige, hübsche Frau in einem pfirsichfarbenen Abendkleid. Da drüben, Lorraine! Alle am Tisch drehten ihren Kopf. Besagte Lorraine blickte zu Dean hinüber und winkte, so dass er zurückwinkte. Und was hast du jetzt mit Lorraine vor? Fragte Ron mit einem schelmischen Lächeln. Willst du deine eigene Fußballmannschaft in die Welt setzen? Vielleicht. Dean schmunzelte, bevor er Ron fragte: Wie sieht's aus mit dir? Noch immer mit Hermine zusammen? Harry übernahm die Antwort, weil Ron einfach keine herausbrachte. Nein, sie haben sich Mitte des Jahres getrennt. Mit einem erstaunten Gesichtsausdruck fragte Dean: Ich hoffe aber im Guten. Endlich hatte Ron seine Stimme wiedergefunden. Er klang ein wenig, als würde er der alten Zeit nachtrauern, als er bestätigte: Ja, im Guten. Und du, Harry? Immer noch Single? Dean wusste nur zu gut, dass Harry sich damals von Ginny hatte trennen müssen, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Breit grinsend setzte Harry bereits zur Antwort an, da blickte Dean mit einem Male an ihm vorbei zur Tür. Harry folgte seinem Blick und sah Susan, Ginny und Hermine, die gerade wieder in den Salon gekommen waren. Ginny trug Nicholas auf dem Arm. Nein, ist nicht wahr, oder? Dean war nicht nur überrascht, sondern offensichtlich freute er sich für Harry, nachdem er das Kind auf Ginnys Arm gesehen hatte. Ich sehe, du hast schon da angeknüpft, wo du damals aufhören musstest. Ich befürchte, das ist etwas komplizierter, sagte Harry kleinlaut, und Dean schien zu verstehen, denn der Blick in seinen Augen zeugte von Verständnis. Ich habe gar nicht erzählt, dass Lorraine ein Kind aus erster Ehe hat, warf Dean in die Runde, und aufgrund dieser Worte musste Harry erleichtert lächeln.
Während Susan sich wieder zu ihrem Mann begab, steuerten Hermine und Ginny auf den Tisch mit Harry zu. Dean! Die beiden begrüßten ihren ehemaligen Mitschüler, indem sie ihn drückten und sofort ausfragten, wie es ihm gehen würde. Mit den Augen rollend, sagte Ron: Wenn ihr nicht so lange auf der Toilette gewesen wärt, dann müsste er jetzt nicht nochmal alles erzählen. Kaum hatte Ginny Platz genommen und Nicholas gemütlich auf ihren Schoß gesetzt, da kam ein kleines Mädchen angelaufen und es fragte aufgeregt, während es mit dem Finger auf Nicholas zeigte: Das ist ein Baby? Das Mädchen mit den dunklen Locken und den großen braunen Augen streckte bereits eine neugierige Hand nach dem Jungen aus. Da hörten alle eine ruhige Stimme sagen: Bernice, nicht. Blaise war an den Tisch herangetreten und wollte gerade in die Runde grüßen, da unterbrach seine Tochter mit Ehrfurcht in der Stimme: Papa, das ist ein Baby, oder? Harry stand von dem Stuhl auf und reichte ihm die Hand. Hallo, Blaise, nimm doch Platz. Derweil hatte Ginny dem Mädchen versichert, dass es recht mit seiner Vermutung hatte. Darf ich's anfassen? Fragte Bernice. Ginny stimmte zu und Bernice streichelte vorsichtig mit einem Zeigefinger über die winzige Hand von Nicholas. Mit Blaise am Tisch war die Stimmung nur wenig gedrückt, denn nicht alle wussten vom Schicksal seiner kleinen Familie. Von seiner damals an den Tag gelegten Arroganz war gar nichts mehr zu spüren, so dass selbst Ron mit ihm gut auskam. Auch wenn er damals auf alle, die im Slugclub Mitglied waren, sehr neidisch gewesen war, selbst auf Harry und Hermine. Nach einiger Zeit traute sich Wobble an den Tisch seines Herrn und er starrte, das bemerkte nicht nur Hermine, Dean an. Dean hatte einen sehr zufriedenen Gesichtsausdruck inne, als er den Elf bemerkte und erhielt den Augenkontakt, bevor er sagte: Ein sehr schicker Smoking. Über beide Ohren grinsend bedankte sich Wobble für das Kompliment. Für alle am Tisch, die den Elf noch nicht kannten, erklärte Harry: Das ist Wobble, er kümmert sich halbtags um Nicholas. Hast du ihm die Kleidung geschenkt? Fragte Dean sehr interessiert. Nein, es handelt sich um Arbeitskleidung. Mit einer hochgezogenen Augenbraue und einem spitzbübischen Lächeln auf den Lippen konterte Dean: Einen Smoking als Arbeitskleidung? Zu Wort meldete sich der Elf selbst. Das ist schon in Ordnung, Mr. Thomas, Sir. Jetzt stutzte Hermine und sie bemerkte, dass es Luna und Ginny genauso ging, denn das Seltsame war, dass Wobble ihm mit Nachnamen angesprochen hatte, obwohl der nicht ein einziges Mal beim Tisch gefallen war. Entweder wusste Wobble Deans Namen von irgendwoher, oder die beiden kannten sich. Wo arbeitest du nochmal, Dean? Fragte Hermine, so gut es ging, unauffällig. Im Ministerium, erwiderte er, während sein Grinsen immer breiter wurde, was Hermine ansteckte. Ron warf ein: Ja, aber wo genau dort? Welche Abteilung? Zu Wobble blickend musste Dean einmal schnaufen, weil er sein Lächeln unterdrücken wollte, bevor er unschuldig antwortete: Ich bin beim Amt für Neuzustellung von Hauselfen. Warum? Vor lauter Überraschung ließ Harry seine Kuchengabel zu Boden fallen. Aber es war so laut im Saal, dass niemand es hörte. An Dean gewandt fragte er, obwohl es sehr wahrscheinlich war: Du kennst Wobble? Unerwartet antwortete Wobble: Ich habe Mr. Thomas einige Male gesehen und mich mit ihm unterhalten, nachdem die Familien, bei denen ich gewesen war, mich zurückgegeben hatten, Sir. Aus allen Wolken fallend, fragte Harry Dean: Dann hast du ihn mir geschickt, als ich meinen Antrag ausgefüllt habe? Nicht ganz, sagte Dean. Ich bin zusätzlich für jene Fälle verantwortlich, bei denen die Elfen zu uns zurückkommen, wenn die Familien mit ihnen unzufrieden sind. Es gibt für diese Aufgabe keine extra Abteilung, weil es sehr selten vorkommt. Aber der gute Wobble hier, Dean lächelte den Elfen an, hat es 6-mal geschafft,
Wir haben viel miteinander geredet und ehrlich gesagt wollte ich ihn nicht noch einmal zu einer altmodischen, reichen Familie schicken. Also habe ich auf der Karteikarte notiert, für wen er vorbestimmt sein soll. Und das war ich? Sagte Harry erstaunt. Nicht nur du, Harry. Ich habe mir überlegt, zu wem er passen würde und habe unter anderem auch Hermine, Luna, Neville, Ginny, Dumbledore, McGonagall und sogar Hagrid auf die Liste gesetzt. Derjenige auf der Karteikarte, der als erster einen eigenen Elfen beantragt hätte, hätte Wobble bekommen. Deswegen ging es bei dir auch so schnell, Harry. Da musste nichts mehr geprüft werden. Dann war es völlig gleich, was ich auf den Antrag angekreuzt hätte. Ich hätte ihn sowieso bekommen. Ja, die Fragen auf dem Antrag sind für einen Elfen nur wichtig, um zu wissen, für welche Aufgaben er überwiegend benötigt wird. Aber jeder Elf ist für jede Aufgabe gleichermaßen geeignet, erklärte Dean. Da bin ich wirklich baff, konnte Harry nur noch sagen. Wie gefällt es dir bei Harry? Fragte Dean den Elfen. Da er in der Vergangenheit von Harry die Erlaubnis erhalten hatte, ehrlich antworten zu dürfen, sagte Wobble. Mr. Potter gibt mir zu viel Freizeit, Sir. Über die Beschwerde nur grinsend äußerte sich Harry nicht, so dass Dean nachfragte, was meinst du mit deiner Freizeit? Der Elf spielte verlegen mit seinen langen Fingern und blickte vor sich auf das Wasserglas auf dem Tisch. Du musst nicht antworten, wenn du nicht möchtest, Wobble, versicherte Harry ihm, doch Wobble wollte antworten, auch wenn er ein wenig verlegen schien. Da ist eine nette Elfe in der Küche. Ich besuche sie häufig, gestand Wobble mit leiser Stimme und er rechnete offensichtlich mit einer Schelte, doch die kam nicht. Stattdessen zauberte sich besonders bei den Damen am Tisch ein verzücktes Lächeln aufs Gesicht. Im Laufe des späten Nachmittags hatten sich verschiedene Gäste zu Harry an den Tisch gesellt, weil sie ihn und auch die anderen lange nicht gesehen hatten. Einige gratulierten ihm nachträglich noch zum Erhalt des Merlinordens. Andere fragten, wie ihm sein Beruf als Lehrer gefallen würde oder wie er mit Snape als Kollege auskommen würde. Aus einigen Aussagen konnte Harry heraushören, dass viele nicht frohen Mutes gewesen waren, die Hochzeit zu besuchen. Doch als sie gehört hatten, dass nicht nur Dumbledore, sondern auch Harry als Gäste erscheinen würden, da hatten sie ihren Entschluss mit Leichtigkeit fassen können. Denn wenn sogar die beiden zu Dracos Hochzeit kommen würden, dann dürfte man selbst keinen Zweifel hegen. Außerdem war es Luna gewesen, die überall gestreut hatte, dass Harry Potter der Patenonkel von Susans und Dracos Kind sein würde. Eine ganze Weile lang saß Bernice ruhig auf ihrem Platz neben ihrem Vater, der mittlerweile sehr gelöst mit seinen ehemaligen Schulkameraden reden konnte, und sie betrachtete still die Menükarte. Als 5 Kellner mit 24 Speisen den Raum betraten und auf den Tisch mit Harry zusteuerten, da ahnte Blaise Schlimmes. Bernice, was machst du da mit der Karte? Fragte er besorgt, obwohl er schon ahnte, was sie getan hatte. Das leuchtet ganz lustig, wenn man die Finger drauf hält, erwiderte sie mit strahlenden Augen. Ihre Bestellung, sagte der erste Kellner. Machte Blaise, während er sich schon eine Entschuldigung für die Tat seiner Tochter ausdachte, die mit der verzauberten Menükarte spielte. Die anderen am Tisch fanden den Vorfall hingegen amüsant und Ginny war diejenige, die ihn beruhigte, indem sie versicherte. Das werden wir schon irgendwie alles verteilen. An den Herrn in Weiß gewandt, sagte sie. Was bringen Sie uns? Ist irgendwas mit Fisch dabei? 2x den Lachs, antwortete der Kellner und Ginny und Hermine hoben die Hand, um die Teller entgegenzunehmen. Der Gemüseauflauf? Fragte der Herr und Luna und Neville hoben gleichzeitig ihre Hand. Ihr den Vortritt gebend, sagte Neville. Nimm du ihn ruhig. Nach und nach verteilten die Servicekräfte das Essen, das Bernice versehentlich bestellt hatte. 2 große Teller waren noch übrig, als jeder bereits versorgt war. Was ist mit den beiden Grillplatten? Ron, der bereits ein duftendes Steak vor sich hatte, sagte zu den Herren. Stellen Sie es hier hin. Er räumte seine Gläser zur Seite. Das bekomme ich auch noch runter. Wie in alten Zeiten, was? Scherzte Dean.
Während alle mit dem Essen begannen, fragte Hermine: Wo ist eigentlich Angelina? Ron blickte auf und schaute sich um, bevor er auf einen Tisch deutete. Da hinten bei Fred und George am Tisch. Aufgrund der fragenden Blicke erklärte Ron kleinlaut: Wir haben uns gestritten. Sie will mit dem Quidditch aufhören, zumindest bei Eintracht Pfützensee. Es gefällt ihr dort nicht. Niemand kommentierte seine Worte. Wo ist Snape hin? Hat er sich doch verdrückt? Fragte Ron, bevor er sich über den zweiten Grillteller hermachte, während alle anderen schon lange mit dem Essen fertig waren. Sich umblickend bemerkte Hermine, dass einige Gäste den grünen Salon verlassen haben mussten, um von dem Angebot, die anderen Räume nutzen zu können, Gebrauch zu machen. Sie sagte, ein wenig enttäuscht klingend, dass sie es nicht wisse und dass Linda seltsamerweise auch nicht da wäre. Wer ist Linda? Fragte Ron mit vollem Mund. Luna schien sehr interessiert an Hermines Informationen, dass es seine ehemalige Freundin gewesen wäre, und fragte nach Einzelheiten. So, dass Hermine preisgab, dass Linda ebenfalls eine ehemalige Freundin von Remus gewesen wäre. Remus ist übrigens auch nicht hier, stellte Hermine fest, denn Tonks saß weiterhin neben Sirius und Anne, schien aber ein wenig unruhig, weil sie sich ständig umblickte und auf ihrem Stuhl hin und her rückte. Vielleicht gehen sich die beiden gerade in diesem Moment an die Gurgel, scherzte Ron. An Hermine gewandt, sagte Luna: Ich würde mir gern mal die anderen Räume ansehen. Ich finde den Salon schon so schön, da möchte ich den Rest auch sehen. Wir können ja mal losziehen. Wer kommt noch mit? Bernice hob die Hand, doch ihr Vater verneinte, sodass sie ein ganz trauriges Gesicht machte. Wir passen auf sie auf, Blaze? Er zögerte und schien seine Tochter nur ungern anderen anzuvertrauen. Wie Harry und Hermine ahnten, war es das erste Mal, dass er das tun würde. Na gut, stimmte er unsicher zu, an seine Tochter gewandt, sagte er. Stell nichts an und hör auf die beiden. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.